Jo Leute, Yannick auf Quatsch TV. Heute ein weiteres Video in einem Hotel-Restaurant Willy Brabant. Ein altes Hotel. Und da steht, das wird Video aber überwacht, aber wird es eh nicht. Und wir haben hinten eine Tür gefunden. Gehen wir mal rein, Leute. Irgendwo ist immer eine Tür auf. Hier könnt ihr es sehen, ein altes Restaurant, Hotel mit dem Namen Willy Brabant. Auf jeden Fall ist vorne der Haupteingang. Hier um die Ecke. Aber wir gehen hier rein. Wir haben nämlich ganz hinten eine kleine Tür gefunden, die auch offen ist. Mal schauen, was da so ist. Ich höre, Dennis guckt eben die Tür auf. So geil. Guck mal, Treppen hier, ne? Und zwar hier, Leute. Boah, die da wohin sind auch, Alter. Die tropft auf mein Ohr. Egal, geh. Hurensohn. Hier eine offene Tür haben wir gefunden. Die Leute, hier mal wieder alles dunkel. Boah. Fabian. Hier. Also echt, ich kann es euch nur empfehlen, auch mal zu solchen. Da ist das, wo im Internet stand. Wenn ihr durch den Keller seht, findet ihr direkt dieses Schwimmbad. Hier ist Alter. Es doch. Runtergehen? Stell dir mal vor, hier früher, Hotel mit Schwimmbad, wie geil. Guck mal, Feuerlöscher, Digga. Hier, schaut es euch an, Freunde. Sag euch, ich kann es euch nur empfehlen, geht auch mal zu so verlassenen Orten. Sehr geil. Hier ein Hotel oder ein Restaurant früher mit einem Schwimmbadbecken dahin. Übertreib nicht. Gell, Alter. Nein. Nein. Doch. Warte, wenn wir rausgehen. Hier ist Lire, ey. Warte, wenn wir rausgehen, nicht jetzt. Warte doch, ey, wenn wir rausgehen, komm. Mach mal wieder Licht an. Gehen wir lang. Fabi, wo bist du? Was gibt's hier? Mach die Tür zu. Hier Toiletten. Umkleiden. Oh, guck mal, ein Blatt in der Luft. Ist da nix? Gibt's hier alles. Bestimmt kann man nur einen Keller hier. Wetten mal. Hilf mir hoch gleich. Ich komme mit alten Duschen, ne? Mach mal Licht an, Handy, ey. Boah. Überall Rohbau, Alter, was ist denn das? Ja, klar. Nein, das ist doppelt so viel, ey. Alte Fliesen. Das ist nur zu Hause, im Garten. Alter, wie dieses Ding am Boden. Oha. Ich bin fast hingefallen, ne? Überall Rohre in der Decke hier. Digga, wie die Runde hier, was ist das? Ich wette, man kann eh nicht hochgehen. Doch, doch, gleich. Was steht hier? Keine Ahnung. Sichtfeldtelefon. Rot ein, gelb aus. Sprich auch Chat. Was ist dann? Digga, kriegst du einen Stromschlag. Dann ich dann. Digga, wie lange, was für lange Gänge immer, ne? Guck mal hier, eine Maschine außer Betrieb. Gut, Sicherheitskasten. Guck mal. Ist ein Aufzug, wie ist das? Überall Aufzüge, Alter. In jedem Haus dasselbe. Aufzüge, Schwimmbäder. Fabi. Wo seid ihr? Geht denn mal durch, wie wir es da haben? Ist so. Was ist hier, Fabi? Ich geh mal gerade hin, ey. Ich war auch nicht da. Ja, Leute, das stimmt. Wir sind extra nach Kaiserslautern gefahren, weil wir dieses Hotel hier im Internet gefunden haben und haben es auch dann gefunden. Keine Ortsangaben. Ha. Kaiserslautern, das reicht. Auf jeden Fall, wir wohnen im Saarland und sind extra 3 bis 4 Stunden gefahren, um dieses Hotel-Restaurant hier zu finden, dieses verlassene. Was
Jetzt kommt Treppe hoch. Wo dann? Geradeaus. Geradeaus? Guck doch links, guck da aus. Hier geht die Treppe hoch zu dem Hotel. Wie geil. Alter, vertreib doch, bist du, Alter. Was steht denn hier auf? Ah, da ist die Schlüssel da. Das stand im Internet, Freunde, dass auf der Treppe die alten Schlüssel liegen, um in alle einzelnen Hotelräume zu gelangen. Also da hatten sie schon mal recht. Ich kann es bestätigen. Alle Schlüssel, um in alle Räume zu gelangen. Alter, alles Rohbau, Alter. Ich will es schön. Über Rohbau. Komm, hier arbeiten Leute. Ist so nichts verlassen, hier arbeiten Leute. Ein Stuhl, Leute, mitten in einem Raum. Ach, hier sind wir reingekommen eben. Ja, die Kennzeichen. Oh, die gibt es nur so 10. Wie viel Retour, ne? KL, kann das lauten? Geil. Hier ist Snickers, was man immer so findet. Das ist nicht zu, Digga. War doch klar. Leere Snickers. Okay, Zigaretten, hier die Arbeit, die Hauptsache rauchen. Und Preislisten. Die alten Preislisten des Hotels. Was steht hier? Kaffee. Wilton Paper. 1,90. Coca-Cola 1,80. Ey, lass dich mal erschrecken. Kommen die rein. Was ist für ein Scheißmann hier, Alter? Krank, Scheiße. Digga, Leute. Oh, der sieht mich scheiße. hast du gesehen? Unten stehen echt die Schlüssel, ne? Ja? Wie ja? Seid ihr nicht hier hochgekommen? Was denn? Nee, wir sind hochgekommen. Im Internet stand, da liegen Schlüssel, um in jedes Hotelzimmer zu kommen. Ja. Die stehen echt da, so Körbchen mit allen Schlüsseln. Aber ist unnötig, hier ist eh alles offen. Auf der Treppe steht sogar das Körbchen mit den Schlüsseln, Fabi, ne? Wo im Internet stand. Das sind aber kleine Zimmer, ne? Ja, wie viel reicht das? Ist Hauptsache Hotel, Alter. Wie arbeiten Leute, ne? Alter, auf dem Balkon wird es nicht gehen. Schon war da, wo ich zu Hause bin, ne? Ich war weiter beim Töte. Ich kann ja hin. Alter, du musst mal beim Runtergehen gucken, auf der Treppe die Schlüssel genau wie im Internet steht. Heute geht es noch ganz so, wie ne? Oben sind ein bisschen andere Zimmer. Jetzt kommt ich hier irgendwo in der Sinn. Hallo. Alter, ich schwöre. Was macht ihr hier? Ist so. Weiter hochkommen. Die Platten sind auch schön. Ist das nicht das Haupthaus? Ah, ist so, ne? Sind wir im dritten Stockwerk? Ja, sowas lohnt sich nicht zu sanieren dort. Und das hier geht noch. Jetzt im vierten Stockwerk? Da gibt es hier bestimmt nichts. Oh, jetzt Stockwerk das selber, Alter.
Komplett Video überwacht. Die haben nicht mal eine Kamera, ihr Lügen, Alter. Geil, hier ist noch eine Treppe. Geil. Hier sieht schon jetzt etwas älter aus. Das ist auch noch wirklich 5 Jahre, dass es fertig ist, ne? Jo, guck mal, wie groß. Ups. Zimmer. Ablezimmer. Ja. Hier ist der Aufzug. Hier war ein Aufzug, Alter. Hier hat es nur selben, ne? Alter, guck mal, schon wieder so ein Schimmel. Digga, guck dir die Dicke an. Ich guck mal. Alter. Wie immer alles einsturzgefährdet. Hier kam schon eine Decke runter. Geh auf den Tipp. Guck mal hier. Guck mal da. Oh. YOLO. Guck mal, Dings. Dings, ja. Dämmmaterial kommt schon runter. Ihr wisst schon, das kratzt immer halt, wenn man hier drin bleibt, ne? Ja, jo, komm raus. Ich seh noch nichts. Nee. Ich würde dich gerne gefährlichste Decke ever. Ja. Ja. Von allen Orten bis jetzt gefährlichste Decke. Digga, das ist ein neuer Aufzug, ne? Dachboden. Sollen wir gehen? Ja, Digga, wir werden Fahrrad fahren. Fabi, geh. Was ist das? Oh, nicht mehr, Idiot. Dein Gesicht. Lass mal Hände nicht fallen. Ich schwöre an dich da oben hin. Was ist da? Nix. Was? Dicke. Alter. Ich war noch gestern. Alter, Digga, was geht denn ab? Alter, hier ist schon eingestürzt. Guck mal, die Stangen sind durchgebrochen. Alter Scheiße. Komm raus, ey. Lass mir noch einmal ins Schwimmbad gehen. Digga. Schon geil. Ist so. Sag doch, wenn man reinkommen will, kommt man überall, egal wie. Weiter runter? Ja. Hä? Weiter runter. Zeit, ne? Ne, wir sind von der Seite irgendwie. Warte, hier kamen wir hin. Nein. Doch, eben. Also war die andere Treppe hier. Oder sehen nix. Guter Aufzug ist hier, ne? Digga, das ist der identische Aufzug wie im Rathaus, ne? Ich glaube, das Ding kannst du locker durchtreten, ne? Oh, ein Blitz hier drin. Was gibt's da, Alter? Das ist der ganze Keller, ne? Dann kommen wir mit raus von hier. Wir suchen den Ausgang. Doch, suchen wir den. Ja. Alter, der Boden! Alter. Also hier wird schnell drauf gehen. Ich weiß schon, dass ich hier gerade übel schräg, ne, wo ihr steht, ihr Idioten, Alter. Guck mal von hier, komm mal hier rein, wie schräg das ist. Man merkt das, aber egal. Ich stürze eh bald alles ein, komm raus. Wenn einen stürzt, mir egal. Hauptsache ich bin hier drin. Guck mal vorher, das ist drauf. Ah ja, Schwimmbad. Wo ist das, Digga? Hä? Alles verändert sich. Wie Horrorfilm immer so, alle Räume dann anders. Aber hier war doch diese Holztreppe, wo wir hochgegangen sind. Dann müssen wir von da irgendwo gekommen sein.